Wow, we have some Ich danke Ihnen vielmals. Immigrants Wow, today. wir haben This is viele so Leute wonderful. heute hier. Das Zimmer ist voll. Yeah. Paula ist hier, Oh, really? Jonathan, Phil. Wie geht Yeah, es that's Ihnen? wonderful. Wir haben die Allstars hier. Das Hey, ist gut. Robin. Hi, Phil. How are you? Das ist echt super. Tolle Leute. Caitlin. In den What about the vergangenen vier Allstars? So many Monaten Allstars haben wir here. 10,6 Millionen neue Arbeitsplätze Me too. geschaffen. That's Darunter good news. 643.000 Arbeitsplätze in Thank der you very much. In the Industrie. past 4 months, we've added Und 10,6 million jobs, including 658.000 Arbeitsplätze 643 im manufacturing Baugewerbe. jobs and Das liegt weit über den Erwartungen. Wir 658,000 haben die construction geringsten jobs Einbußen aller and westlichen Nationen erlebt, beyond was bedeutet, expectation dass for wir weniger experience the betroffen sind smallest als alle contraction anderen. Ich habe within the gerade Western einige Zahlen nation gesehen und Sie in können American uns in so metropolis, gut wie jeder Kategorie als nearly Erste every nation. einordnen. In Und Western bei nation and weitem probably sind wir die almost any schnellsten in der comparison Erhold. of Niemand hat sich so assessing gut the best erholt, wie education wir uns, systems in wie wir uns any erholen. category anywhere. Wenn wir die We're the Strategie von fastest beiden recovery by folgen, far of würden wir das S&P ganze Land companies lahmlegen, recovered nachdem by wir quarter gerade time. erste Rekorde beim Wachstum If we erzielt haben. followed Joe Wir hatten Biden's einen strategy enormes and shut down the entire Einzelhandelswachstum. Wir sind country, Zeugen I der think we're schnellsten Erholung des Arbeitsmarktes, Marktes und von einer Wirtschaftskrise in unserer Geschichte. Im Gegensatz dazu hatte die Obama-Biden-Regierung die langsamste, schwächste und schlechteste Erholung in der amerikanischen Geschichte. Wir machen weiterhin Fortschritte in unserem Kampf gegen das China-Virus. Die wöchentlichen Neuerkrankungen sind seit Juli um 44% zurückgegangen. Die Todesfälle sind im Vergleich zur letzten Woche um 20% zurückgegangen. Es geht sehr schnell zurück. Dies steht im Gegensatz zu der Europäischen Union, die in der letzten Zeit einen starken Anstieg der Fälle zu verzeichnen hatte. Sie haben einen großen Anstieg zu verzeichnen. Wir sind über unseren Höhepunkt hinaus. Wir machen das sehr gut. In den vergangenen 5 Wochen hat sich die Zahl der Fälle in Frankreich verdoppelt. In Spanien ist sie auf über 300% gestiegen. Und in Italien ist es um mehr als 400% gestiegen. Ich habe nach dem Verbot, das ich gegen China Wuhan verhängt habe, ein Einreiseverbot für Menschen aus Europa verhängt. Aber in erster Linie ging es gegen Wuhan, weil dieses Gebiet sehr infiziert war. Spanien ist auch mittlerweile sehr stark betroffen, Frankreich und Italien auch. Gestern gab es in den europäischen Ländern 50% mehr Todesfälle als in den Vereinigten Staaten von Amerika. Man hört diese Statistiken nicht. Die Medien berichten nicht darüber. Die Vereinigten Staaten haben sich sehr gut geschlagen. Ich bin sehr stolz auf Sie alle, die daran mitgearbeitet haben. Ich glaube wirklich, dass wir kurz vor dem Durchbruch stehen. Die Impfstoffe sind da, ohne über Impfstoffe und Therapeutika jetzt diskutieren zu wollen, haben wir es aber geschafft. Wir haben Therapeutika, die eine große Wirkung haben. Denn wenn man sich das alles ansieht, wie sich die Menschen erholen, ist es viel besser als in der Vergangenheit, bevor wir etwas zur Bekämpfung dieser wirklich schlimmen Krankheit hatten. Was die Schulen betrifft, so wollen wir im Rahmen unseres wissenschaftlichen Ansatzes, dass die Schulen sicher geöffnet werden und auch offen bleiben, weiter daran arbeiten. Kinder haben ein geringes Risiko für Komplikationen durch das Virus, weniger als 0,2%. Weniger als 0,2% der Coronavirus-Todesfälle traten bei den unter 25-Jährigen auf, und die meisten davon hatten bereits Vorerkrankungen oder Probleme. Hinter mir sehen Sie jetzt ein paar Diashows, die dazu Informationen beinhalten. Es gibt keinen Ersatz für das Lernen in der Schule. Einer kürzlich durchgeführten Studie zufolge gingen die Fortschritte der Studenten in Mathematik im Online-Unterricht um die Hälfte zurück, verglichen mit dem Lernen auf dem Campus. Es gibt nichts Besseres, als im Klassenzimmer zu sein. Das ist es, was wir aus dieser ganzen Tortur gelernt haben. Der CDC zufolge schaden Schulschließungen einkommensschwachen Kindern und Kindern von Minderheiten sowie Kindern mit Behinderungen unverhältnismäßig stark. Die Statistik hinter mir ist neu und sehr aktuell. Es ist auch entscheidend, dass die Hochschulen und Universitäten offen bleiben. Wir hoffen, dass sie tatsächlich offen bleiben, und wir wollen nämlich auch den Football wiedersehen. Viele der Colleges wollen zurückkommen, und wir hoffen, dass Michigan dem auch zustimmt. Der Gouverneur hat viel dazu zu sagen. Wir hoffen, dass sie dem zustimmt. Maryland ist ganz anders zum Beispiel. Wir hoffen, dass die Gouverneurin Druck ausübt, damit wir Football schauen können. Ich habe ein gutes Gefühl, vielleicht ohne alle Spieler dabei zu haben, aber ich denke, wir werden Michigan oder
oder Maryland haben. Wir haben ein paar Staaten, die nicht teilnehmen werden. Das steht schon mal fest. Die Leute arbeiten sehr hart daran, den Football zurückzubekommen. Ich treibe es voran. Es wird eine großartige Sache für unser Land und die Spieler sein. Die Trainer wollen wieder trainieren, Spieler haben nur noch ein paar Jahre vor sich und es würde ihnen eine große Chance entgehen. In einigen Fällen auch die Chance, in die NFL zu kommen, um dort richtig Geld zu verdienen. Sie werden das nicht schaffen, wenn man sie nicht spielen sieht, nicht wahr? Es ist viel sicherer für Studenten auf dem Campus zu leben, junge Leute mit geringem Risiko. Die Alternative ist nicht gut, zu Hause zu sein und den Virus an risikoreiche Amerikaner weiterzugeben und weiter zu verbreiten. Sie wollen auf dem Campus sein, sie wollen zurück in die Schulen gehen. Die Eltern wollen ebenfalls, dass sie wieder in die Schule gehen, vielleicht sogar mehr als die Schüler selbst, die Kinder selbst. Sie wollen sicher zurückgehen, aber sie müssen auch endlich zurückgehen. Basierend auf den jüngsten Daten von mehr als 20 Colleges wurde kein einziger Schüler, der positiv auf das Virus getestet wurde, ins Krankenhaus eingeliefert. Das sind viele Leute, das sind viele Studenten. Kein einziger wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Während wir weiterhin den wissenschaftlichen Ansatz verfolgen, um unser Volk zu schützen und das Virus zu besiegen, nutzt Joe Biden die Pandemie weiterhin für seine politischen Zwecke. Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, fängt er an, über die Pandemie zu sprechen. Er liest von seinem Teleprompter ab. Es ist mir nicht erlaubt, einen Teleprompter zu benutzen. Ich verstehe zwar nicht, warum, Phil, das weiß ich nicht. Man stellt ihm Fragen und er fängt an, vom Teleprompter zu lesen. Er sagt, bringen Sie den Teleprompter doch bitte näher heran, ich kann es so nicht lesen. Wenn ich das täte, wäre ich in großen Schwierigkeiten. Das wäre die Geschichte des Jahrhunderts, da bin ich mir sicher. Als ich im Januar frühzeitig Maßnahmen ergriff, um den Reiseverkehr und alle Reisen nach und aus China zu verbieten, nannten es die Demokraten und Biden fremdenfeindlich. Joe war bereit, das Leben der Amerikaner zu opfern, um die linksradikalen offenen Grenzen-Extremisten zu besänftigen. Wir haben Zehntausende von Leben gerettet, wahrscheinlich Hunderttausende. Wir haben Millionen von Menschenleben gerettet, indem wir die Schließung und jetzt die Öffnung vorgenommen haben. Joes Entscheidung, das China-Verbot öffentlich anzugreifen, bewies, dass es ihm an Charakter, Intelligenz oder Instinkt fehlt, um das Richtige zu tun. Jetzt hat Biden eine Kampagne gegen den Impfstoff gestartet. Das ist schlecht, die sehr, sehr schlecht ist, weil wir einige unglaubliche Impfstoffe haben. Scott hat mir aufregende Dinge erzählt. Ich danke Ihnen, dass Sie heute hier sind, Scott. Man will nichts damit zu tun haben, aus politischen Gründen ein Impfgegner zu sein, wenn man nicht in negativer Weise über die Impfstoffe sprechen will, vor allem aber dann nicht, wenn man die Statistiken sieht, die wir jetzt sehen. Sie sind einfach unglaublich. Biden ist glücklich, das Leben anderer Menschen zu gefährden, indem er etwas tut, von dem er glaubt, dass es ihm politisch helfen wird. Seine Umfragen sind sehr schlecht, sie sind wackelig geworden. Dies war eine Wahl, die sehr einfach und sehr schnell sein sollte für mich. Und dann kam das China-Virus und ich musste leider wieder an meiner Kampagne arbeiten. Ich musste mehr Zeit dafür aufwenden, als für die Dinge, die für unser Land wirklich wichtig sind. Ich musste wieder an die Arbeit gehen. Es sieht so aus, als würden wir schnell gewinnen, schneller als die Medien es zugeben wollen. Biden muss gehen. Er ist aus seinem Keller endlich herausgekrochen und arbeitet endlich. Warten wir ab, was passiert. Wir müssen darüber reden, wie großartig diese Impfstoffe sind. Ich denke, Sie werden Zahlen sehen, die beeindruckend sein werden. Die Herangehensweise an das Virus durch den unwissenschaftlichen, pauschalen Lockdown von den Demokraten, das ist, worüber Sie reden wollen, der all diese unglaublichen Statistiken und Aufzeichnungen nimmt und sie einfach aus dem Fenster wirft. Es hieß, es würde auf der Empfehlung der Experten beruhen, aber ob Experte oder nicht, wir machen keine weitere Schließung, wir riegeln nichts mehr ab. Wir haben die Schließung gemacht und jetzt machen wir eine Wiedereröffnung. Es könnte einen kleinen Abschnitt geben, in dem Sie einen Covid-Ausbruch haben werden, aber wir reden nicht über Schließungen. Das werden wir nicht noch einmal tun. Wenn Sie es taten, egal ob es Experten sind oder nicht, wir werden es nicht noch einmal tun. Die
Die Schweinegrippe war eine Katastrophe, nicht annähernd so tödlich, aber als Joe Biden Vizepräsident war, war sein Umgang mit der Schweinegrippe katastrophal. Er nannte sie N1H1, aber es ist H1N1. Erinnern Sie sich, dass das H vor dem N kommt? Joe nennt es immer noch andersherum. Nennen Sie es doch einfach Schweinegrippe. Das war wirklich absolut katastrophal. Sein eigener Stabschef sagte, als Biden 2009 versuchte, die Schweinegrippe in den Griff zu bekommen, habe er, ich zitiere, alles Mögliche falsch gemacht. 60 Millionen Amerikaner erkranken in dieser Zeit an H1N1. Das ist ein Zitat seines Stabschefes. Es ist reiner Zufall, dass dies nicht eines der größten Massenunglücke ist. Er hatte nichts damit zu tun. Das ist etwas richtig gemacht wurde, denn sie haben alles falsch gemacht. Es war eine Katastrophe. Jetzt sagt er uns, wie wir mit Covid umgehen sollen. Aber er kann ja selber gar nichts managen. Er schafft es ja selbst nicht. 270.000 Amerikaner wurden während dieses Angriffes ins Krankenhaus eingeliefert. Der Angriff war so heftig, dass die Obama-Regierung die Staaten aufforderte, die Tests einzustellen. Sie wollen keine Tests, weil sie nicht all das zeigen wollen, was die Tests aufweisen. Übrigens stellen wir einen Rekord bei den Tests auf. Unsere Tests sind auf einem Niveau, das noch nie jemand zuvor gesehen hat. Wir sind besser als Indien, das 1,5 Milliarden Einwohner hat. Wir sind 50 Millionen Tests voraus. Sie befahlen der CDC, die Zählung der Tests und der Fälle einzustellen und hinterließen uns dann einen erschöpften Vorrat an Beatmungsgeräten. Ich erbte einen erschöpften Vorrat. Mit anderen Worten, die Akte von Biden zeigt, dass wenn er für diese sehr ernste, hoch ansteckende Epidemie oder Pandemie, das China-Virus, wie ich es nenne, verantwortlich gewesen wäre, unzählige weitere Amerikaner gestorben wären. Wenn ich nichts getan hätte, was wir getan haben, die Medien spielen das sehr gerne herab. Wenn wir getan haben, was wir getan haben, war einfach nur unglaublich. Es war unglaublich. Schauen Sie sich Europa und andere Orte an und Sie können anfangen zu vergleichen. Biden ist schwach gegenüber China. Gestern wurde bekannt, dass ein Fonds, teilweise im Besitz von Joe Bidens Sohn Hunter, den Verkauf eines Autoteileherstellers aus Michigan an einen führenden chinesischen Rüstungskontraktor erleichtert hat. Darüber wollen Sie nicht schreiben, oder? Warum schreiben Sie nicht darüber? Biden verbrachte seine gesamte Karriere damit, Arbeitsplätze von Michigan an China zu verkaufen. Jetzt verkaufte die Familie Biden unser Land direkt an das chinesische Militär. Hunter hatte keinen Job. Jetzt verkauft er plötzlich Firmen aus Michigan an China. Das chinesische Militär hat amerikanische Produktionsjobs bekommen und die Familie Biden bekam viel Geld. Wenn Joe Biden jemals gewählt wird, wird China Amerika besitzen. Sie werden Amerika besitzen. Abschließend kann ich mit großem Stolz verkünden, dass Außenminister Mike Pompeo heute Abend zu einer historischen Reise nach Doha, das ist in Katar, zum Beginn der innerafghanischen Friedensverhandlungen abreisen wird. Wir verhandeln schon seit geraumer Zeit mit ihnen. Wir haben viele Soldaten abgezogen. Seit Anfang Februar wurde in Afghanistan niemand mehr getötet. Das ist eine lange Zeit. Es gab keine Todesopfer, keine Probleme. Es werden viele Fortschritte in Afghanistan gemacht und wir werden in kurzer Zeit auf 4.000 Soldaten heruntergehen. Das gleiche gilt für den Irak. Wir werden in kurzer Zeit auf etwa 2.000 Soldaten runtergehen. In Syrien sind wir zum größten Teil komplett draußen, abgesehen davon, dass wir das Öl behalten haben. Wir haben ein paar Soldaten dort, die das Öl bewachen. Nicht allzu viele, nur wenige. Wir helfen den Kurden. Wir machen ihnen das Leben angenehmer, weil wir ihr Öl besitzen. Wir sind also weit weg von Syrien. Wir sind so gut wie aus dem Irak raus und wir haben nur noch kleine Truppen dort. In Kürze werden wir auch nur noch wenige Truppen in Afghanistan haben.
Die Verhandlungen sind das Ergebnis der mutigen diplomatischen Bemühungen meiner Regierung in den letzten Monaten und Jahren. Die Vereinigten Staaten von Amerika werden eine wichtige Rolle spielen, wenn es darum geht, Parteien zusammenzubringen, um jahrzehntelange Kriege und Konflikte zu beenden. Die schon seit 20 Jahren andauern, lange bevor ich mich überhaupt eingemischt habe. Wenn sie nicht unsere Zeit mit all den falschen Hexenjagden und all den anderen Dingen verschwendet hätten, hätten wir dies wahrscheinlich noch viel schneller bewerkstelligen können. Aber es musste sehr viel Zeit auf diese Weise vergeudet werden durch die Medien. Die Parteien sind jetzt zusammen. Wir verhandeln und wir machen wirklich enorme Fortschritte. Nächste Woche werden wir im Weißen Haus eine Unterzeichnung zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten, den VAE und Israel haben. Und wir könnten ein weiteres Land dazu holen. Die Länder stehen bereits Schlange, die sich an diesem Abkommen beteiligen wollen. Die VAE werden von einem sehr angesehenen Gentleman geleitet, der von allen respektiert wird. Und er ist auch ein großer Krieger. Er ist ein wirklich großer Krieger. Mohammed ist sehr zufrieden mit dem Abkommen. Sie werden davon sehr bald hören. Viele Länder wollen das Gleiche. Sie könnten den Frieden im Nahen Osten haben. Was letztendlich passieren wird, ist, dass eine ganze Reihe von Ländern es ihnen gleich tun wird. Ich habe mit dem König von Saudi-Arabien gesprochen und wir werden einen Dialog beginnen. Es werden zwei Dinge geschehen. Der Iran wird, wenn wir die Wahl gewinnen, kommen und schnell ein Abkommen mit uns unterzeichnen. Innerhalb der ersten Wochen oder Monate. Geben wir uns ein paar Monate. Denn sein BIP, sein Bruttoinlandsprodukt, ist um 25% zurückgegangen, was unerhört ist. Der Iran würde gerne wieder ein erfolgreiches Land sein. Das wird passieren. Es ist sehr wichtig, dass die Palästiner wieder in die Gemeinschaft zurückkehren werden. Wenn Sie all diese Länder sehen, die Unterstützer der Palästiner waren, sicherlich auch finanzielle Unterstützer. Denn wir haben den Palästinensern $750 Millionen pro Jahr gezahlt. Ich habe das vor einiger Zeit beendet mit der Begründung, dass sie anscheinend keinen Frieden schließen wollen. Wir werden darüber nachdenken, sobald wir eine Vereinbarung getroffen haben. Ich habe die Zahlungen vor einer ganzen Weile beendet und ich bin überrascht, dass sie nicht schon früher an den Tisch gekommen sind, um mit uns zu verhandeln. Dies ist der beste Weg. Das ist großartig und das kann den Nahen Osten wirklich zusammenbringen. Seit Februar hatten wir keinen Todesfall mehr in Afghanistan. Das ist ein Rekord seit vielen Jahren. Es gab keinen Todesfall. Wir verstehen uns sehr gut mit den Taliban und sehr gut mit Afghanistan und den Afghanen und seinen Vertretern. Wir werden sehen, wie sich das alles entwickelt. Es ist eine Verhandlung. Außenminister Mike Pompeo wird in Kürze abreisen. Das sind aufregende Neuigkeiten. Viele Leute dachten, dass mein natürlicher Instinkt Krieg ist. Nein, mein natürlicher Instinkt ist Frieden. Als wir in der Diskussion waren auf der Weltbühne, sagten die Leute immer, wird es eine Woche oder zwei Wochen dauern, bis der Präsident Trump in einen Krieg verwickelt sein wird? Das ist aber nicht der Fall. Ich habe unser Militär wieder aufgebaut. Wir haben ein Militär, das $2,5 Billionen hat, neue Jets und Raketen, Panzer und Schiffe und viele andere Dinge hat. Wir haben das neueste und beste Militär, das wir je hatten. Wir müssen hoffentlich es aber nie einsetzen. Unsere Nuklearprogramme wurden in Gang gesetzt wie nie zuvor, aber das werden wir hoffentlich auch nie einsetzen müssen, denn das ist ein ganz neuer Grad der Zerstörung. Das wollen wir niemals. Wir müssen zu Gott beten, dass wir es niemals einsetzen müssen, nicht wahr? In Ordnung, damit nehme ich Fragen an. Bitte, John. Warum haben Sie das amerikanische Volk belogen? Warum sollten wir dem, was Sie jetzt sagen, vertrauen? Das ist eine schreckliche Frage. Ich habe nicht gelogen. Wir müssen ruhig bleiben. Wir dürfen nicht in Panik geraten. Ich wusste, dass es die Bänder gibt. Das waren Telefongespräche, die wir hatten. Bob Woodward ist jemand, den ich respektiere. Nur weil ich seinen Namen seit vielen Jahren höre,
nicht weil ich etwas über seine Arbeit weiß und mich nicht um seine Arbeit kümmere. Ich dachte, es wäre interessant, eine Zeit lang mit ihm zu sprechen, über eine Reihe von Dingen. Also haben wir es getan. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich weiß nicht einmal, ob das Buch gut oder schlecht ist. Aber wenn er das für eine schlechte Aussage gehalten hätte, hätte er es auf jeden Fall gemeldet und etwas gesagt. Sie wollen niemanden haben, der aufgrund irgendeiner Tatsache medizinisch leiden muss, nicht wahr? Er hat es öffentlich gemacht und er hielt es nicht für eine schlechte Aussage. Niemand dachte, dass es schlimm sei, was ich gesagt habe. Warten Sie einen Moment. Ihre Frage. Die Art und Weise, wie Sie das formuliert haben, ist eine solche Schande. Es ist eine Schande für Ihren ABC-Sender. Es ist eine Schande für Ihren Arbeitgeber. Das ist die Antwort. Wollen Sie sagen, dass Sie nicht gelogen haben? Natürlich habe ich das nicht getan. Sie sagten, es war tödlicher als die Grippe, aber das war es nicht. Dann sind Sie an die Öffentlichkeit gegangen und haben gesagt, es ist genau wie die Grippe. Sie haben gelogen. Lassen Sie mich Ihnen etwas sagen. Fünfmal. Haben Sie den Ausdruck fünfmal gehört? Wir hatten die Grippejahre, in denen wir 100.000 Menschen verloren haben. Die Grippe ist auch für dieses Land ein ernstes Problem. Scott, wie viele Leute haben wir in den Jahren über die Grippe verloren? Hunderttausende? In den letzten 5 Jahren etwa 35.000 bis 80.000 pro Jahr, jedes Jahr, sogar mit antiviralen Medikamenten und Impfstoffen. Auch die Grippe ist ein sehr ernstes Problem. Aber Sie haben Bob Woodward gesagt, dies sei schlimmer und tödlicher als die ansteckendste Grippe. Und dann gingen Sie hinaus und sagten, es ist genau wie die Grippe. Was ich gesagt habe, ist sehr einfach. Hören Sie mir einfach zu. Ich möchte Ihnen Selbstvertrauen zeigen. Ich möchte Stärke als Führer zeigen. Und ich möchte zeigen, dass es unserem Land gut geht, so oder so, ob wir nun Menschen verlieren oder nicht. Aber wir wollen natürlich keine Menschenleben verlieren, denn das hätte nicht passieren sollen. Das ist Chinas Schuld. China hätte das nicht zulassen dürfen. Ob es eine Person, 180.000 Menschen oder 2,5-3 Millionen Menschen sind, das hätte nicht sein sollen, wenn wir die Schritte unternommen hätten, die wir getan haben. Wenn man sich die Opposition anschaut, die sagt, oh, warum haben sie das Verbot erlassen? Dr. Fauci sagte, dass wir Hunderttausende von Menschenleben gerettet haben, indem wir das Verbot gegen China verhängt haben und dann gegen Europa. Es gab hier keine Lügen. Wir haben nur getan, was wir für richtig hielten. Wenn jemand anders die Führung übernommen hätte, hätte man sie nicht geschlossen und es wären viel mehr Leute gestorben. Wenn man sich Pelosi, Cuomo, de Blasio und Biden ansieht, dann sagen sie Monate später, dass es kein Problem gibt. Monate später, bevor irgendeine Erklärung abgegeben werden wurde. Sie dürften nicht vergessen, dass ich das Verbot verhängt habe. Offensichtlich habe ich es nach außen gesagt, dass da etwas ein ernstes Problem ist. Offensichtlich habe ich das gesagt. Ich springe nur nicht in die Luft und sage, es werden Menschen sterben. Nein, das werde ich nicht tun. Ich werde das durchstehen. Ich glaube wirklich, dass wir es schaffen werden. Es geschehen viele gute Dinge mit Impfstoffen und Therapeutika. Es gibt keine Lügen. Die Art und Weise, wie diese Frage gestellt haben, ist sehr beschämend. Sehr beschämend. Viele gute Dinge passieren. Aber wie sollte man ihnen vertrauen? Phil, machen Sie bitte weiter. Fahren Sie fort. Ja, ich habe einen guten Job gemacht und die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, Generale, Mike Pence und viele Leute wie Dr. Atlas, Dr. Fauci, Dr. Briggs, sie alle haben tolle Arbeit geleistet und ich respektiere sie dafür. Sie machen wirklich gute Arbeit. Sie sollen respektiert werden. Sie werden also es nicht wieder herunterspielen, weil sie sagten, dass sie es getan haben. Ich will nicht auf- und abspringen und schreien, Tod, 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 denn darum geht es hier nicht. Wir müssen ein Land führen. Wir haben ein großartiges Land und wir leisten gute Arbeit. Den Menschen, die gute Arbeit geleistet haben, sollte Anerkennung zuteil werden. Wir haben die beste Arbeit geleistet, wenn man sich anschaut, was wir mit Impfstoffen, Therapeutika und Beatmungsgeräten gemacht haben. Wir hatten keine Beatmungsgeräte. Jetzt stellen wir monatlich Tausende her und wir liefern sie an die ganze Welt. Die Arbeit, die wir leisten, ist super. Geben Sie nicht mir die Ehre, sondern die Menschen, die das getan haben. Sie haben gute Arbeit geleistet. Das ist wirklich super. Sie sprachen von der Notwendigkeit, ruhig zu bleiben und nicht auf- und abzuspringen, um die Leute zu erschrecken. Viele andere Politiker der Welt waren ruhig. Bundeskanzlerin Angela Merkel war sehr ruhig, als sie dem deutschen Volk Informationen gegeben hat, damit es sicher bleibt und seine Familien beschützen kann. Warum haben Sie als Präsident der USA nicht auf gleicher Augenhöhe mit dem amerikanischen Volk gehandelt und die Informationen, die Sie zu diesem Zeitpunkt hatten, weitergegeben? Ich weiß nicht, was Angela
Schriftsteller tut. Aber wenn Sie sich die Europäische Union jetzt anschauen, dann gibt es dort Ausbrüche, die Sie noch nie zuvor gesehen haben. Ehrlich gesagt, Ihre Zahlen sind auf einem schlechten Niveau. Und wir sind sehr gut. In den Vereinigten Staaten sind viele Leute gestorben. Wir machen es viel besser als die Europäische Union. Unsere Zahlen sind viel besser. Wir sind in der letzten Runde. Wir haben sehr bald Impfstoffe, vielleicht schon früher, als Sie denken. Wir haben eine phänomenale Arbeit geleistet. Die Leute, die diese Arbeit geleistet haben, einschließlich der amerikanischen Öffentlichkeit, die mit den Abriegelungen und all den anderen Dingen zu tun hatten, hatten eine Menge hinnehmen müssen. Man müsste ihnen die Anerkennung zollen, okay? Nicht der Europäischen Union. Aber sie wussten, dass dies ein tödlicher Virus war. Sie wussten, dass es über die Luft übertragen wird. Am 7. Februar sagten sie Bob Woodward, dass es von Luft von Mensch zu Mensch übertragen wurde und dass es tödlicher ist. Warum haben sie den Leuten nicht die Wahrheit gesagt? Lassen Sie mich Folgendes fragen. Wenn Bob Woodward dachte, dass es gefährlich wäre, wenn es in seinem Bericht geschrieben hätte, dass es gefährlich wäre, hätte er es doch längst an die Öffentlichkeit geben müssen. Es war keine große Sache. Jeder wusste, dass es in der Luft war. Es war keine große Sache. Lesen Sie die Berichte. China kam mit der Erklärung heraus. Und sie sagten, dass es über die Luft übertragen werden würde. Ich hörte genau das und nahm es auch schon früher an. Tatsache ist, dass ich Gelassenheit gegeben ausdrucken musste. Sie wollen doch nicht, dass ich auf und abschreie und sage, es wird viele Tote geben. Das würde einige sehr ernste Probleme im Land verursachen. Wenn Bob Woodward fand, dass, was ich gesagt habe, nicht schlecht war und nicht schlimm war, dann hätte er es doch sonst auch sofort bei den Behörden gemeldet und hätte Bescheid gegeben, dass es untersucht werden müsste. Aber er sagte, es war nicht schlimm. Bob Woodward ist aber nicht der Präsident. Das Einzige, was er für schlimm fand, war, dass die Fake News denken, dass es schlimm ist. Wenn Bob Woodward dachte, es sei schlecht, dann hätte er es an die Öffentlichkeit geben müssen. Er hat 4 Monate gewartet. Er hatte diese Erklärung seit 4, 5 Monaten. Er hatte sie schon viel länger. Es war eine Reihe von Interviews, meistens übers Telefon. Ich habe es aus Neugier getan, weil ich Respekt habe. Ich frage mich jetzt, ob er wirklich gut schreiben kann oder nicht. Ich glaube aber nicht, dass er gut schreiben kann. Wir werden es aber mal sehen, okay? Und ich habe nichts Schlimmes gemacht. Es gibt hier keine Lügen, okay? Wir sind nur noch 50 Tage bis zur Wahl und wir haben noch nicht viel von der Untersuchung in Durham gesehen. Wo ist das? Haben Sie Vertrauen in diese Untersuchung? Das kann ich Ihnen noch nicht sagen. Ich bin nicht daran beteiligt, absichtlich nicht. Ich werde als oberster Gesetzeshüter des Landes betrachtet. Ich könnte also daran beteiligt sein, wenn ich wollte. Ich dachte, es wäre besser, wenn ich es nicht täte. Es ist besser, wenn unser Justizminister sich darum kümmert. Er ist ein angesehener Mann und wir werden sehen, was passieren wird, okay? Ich glaube, das ist besser so. Wollen Sie denn weitere Anklagen sehen? Ich werde Ihnen das sagen. Sie haben gelogen, Sie haben betrogen und Sie wurden dabei erwischt. Sie haben meine Kampagne ausspioniert. Niemals hat es so etwas gegeben. Ich garantiere Ihnen, wenn die Rollen vertauscht gewesen wären und ich auf der Seite der Demokraten gewesen wäre, wären die Leute auf höchster Ebene im Gefängnis gewesen. Die Leute wären seit 2 Jahren im Gefängnis. Nichts dergleichen ist passiert. Dabei ist es Hochverrat. Man kann auch andere Worte benutzen, aber ich sage, es ist Hochverrat. Es ist wirklich schlimm. Es ist wirklich schlimm. Sie meinen also, dass es im Rahmen dieser Untersuchung mehr Anklagen geben sollte? Nur aufgrund dessen, was ich in Ihren wunderbaren Zeitungen gelesen habe, denke ich, dass ich mir nur die Medien anschaue, dass Comey eine Schande für unser Land ist. Strzoks, der gerade ein Buch geschrieben hat, ist eine totale Fälschung, eine Schande für unser Land. Lisa Page, seine Geliebte, ist eine Schande für unser Land. McCabe, dessen Frau von Hillary Clinton $700.000 an Wahlkampfspenden erhielt, dann wird gegen Hillary Clinton ermittelt und trotzdem bezahlte sie dem Chef des FBIs, einen der Spitzenleute, weil er für den anderen Kerl gearbeitet hat, den ich glücklicherweise gefeuert habe. Ich habe einen guten Zug gemacht, indem ich ihn gefeuert habe. Das war klug, denn sie wollten die ordnungsgemäß gewählte Verwaltung zu Fall bringen. Ich habe ihn gefeuert und das war ein großartiger Schritt, denn wenn ich es nicht getan hätte, wäre ich vielleicht nicht heute hier als Ihr Präsident, um mit Ihnen zu sprechen. Wenn McCabes Frau $700.000 an Wahlkampfspenden erhält, als sie kandidierte, für welches Amt auch immer, und trotzdem leitete McCabe, ihr Ehemann, die Ermittlungen gegen Clinton, jetzt sagt er, er hatte nicht wirklich die Leitung. Natürlich hatte er die Leitung. Er hatte die volle Verantwortung. Er wusste genau, was vor sich ging. Diese Leute wurden in den wahrscheinlich größten politischen Skandal in der Geschichte unseres Landes verwickelt. Und sie wurden dabei erwischt. Von
von mir. Was der Durham-Bericht sagen wird, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber wenn Sie nur halb so viel sagen, wie ich bereits weiß, Sie haben Leute, ich sehe mir einige Sendungen an, wie Liz McDonald, sie ist fantastisch. Ich schaue Fox Business, gestern Abend habe ich Lou Dobbs gesehen oder Sean Hannity, Laura Tucker, morgens habe ich mir Fox and Friends angesehen. Sie sehen diese Sendung und sie behandeln Dinge. Es ist wirklich erstaunlich, was sie tun. Sie wurden in den größten politischen Skandal der Geschichte unseres Landes verwickelt. Sie haben die Kampagne ihres Gegners ausspioniert. Sie haben nicht nur spioniert, sie haben auch falsche Dossiers erfunden. Schmutzige Dossiers. Sie haben schmutzige Dossiers erfunden. Alles war erfunden. Es stellte sich als Fiktion heraus. Und dann benutzten sie das vor dem ehrbaren FISA, F-I-S-A-Gerichten. Es ist nicht mehr so ehrbar, wenn man sich ansieht, was sie davor getan haben. Sie haben viele Menschen verletzt. General Flynn, er wird immer noch sehr schwer von durch ihnen verletzt. Er war ein wirklich wunderbarer Mensch, ein wunderbarer Mensch. Ich habe vor 2 Wochen mit General Milley über General Flynn gesprochen. Ich sagte, was halten Sie von General Flynn? Und er sagte, er ist ein großartiger Soldat, Sir. Er ist ein wunderbarer Mensch. Aber er ist vernichtet worden. Nein, ich denke, dass dies, ohne etwas darüber zu wissen, was Durham veröffentlichen wird, der Durham-Bericht, wie wir ihn nennen werden, vielleicht wird es mehr als ein Bericht sein. Vielleicht wird es mehr als nur ein Bericht sein. Ich weiß es aber nicht. Natürlich weiß ich es noch nicht. Aber wenn ich mir das ansehe, die Dinge, die jeder in diesem Raum weiß, dann halte ich das für eine Schande für unser Land. Wenn die Menschen nicht einen sehr hohen Preis dafür bezahlen, einen beispielhaften hohen Preis, wird es wieder passieren. Und dies sollte nicht noch einmal passieren bei einem anderen Präsidenten. Es sollte beispielhaft bestraft werden. Da bin ich also sehr von überzeugt. Und nun, ich danke Ihnen vielmals.